Hallo meine lieben Wasteland und willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4. Wir sind wieder hier in der Arena, da werden wir jetzt erstmal weiterbauen. Weiß noch nicht, wann ich mit den ganzen Fabriksachen anfange. Weil ich ganz ehrlich kein Bild vom Großen und Ganzen bis jetzt habe. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Was? Hummel? Heute Meckerziegel. Ja, ich habe noch kein. Irgendwie. Ich sehe noch nicht ein großes Bild vom. Also ein Bild vom Großen und Ganzen mit den Förderbändern und so weiter. Fehlt es momentan so ein bisschen an der Muße. Jetzt bauen wir aber erst einmal hier. Die Sachen. Für Gunner Joes. Ich glaube, ich hätte ja mittlerweile sogar ein paar neue Siedler gekriegt. Da könnte einer mal die Gunner Joe übernehmen. Drin ist schon wieder alles ausgebrochen, was ich hatte. Wo sind denn alle? Brauchen einen Joe. Die Tür macht gerade so richtig Sinn da hinten. Joe! Sind die ganzen Siedler jetzt hin? Vorhin habe ich sie noch alle gesehen. Jetzt, wo ich sie suche, sind sie nicht mehr da. Ist ja logisch. What the fuck? Keine Ahnung. Jetzt bauen wir erst einmal diese Sachen. So, wir bauen Rüstungsstelle. Jetzt bauen wir hier so rum. Wir machen hier mal die. So. Und so. Und dann hier noch diesen. Das machen wir mal so rum. Eine Power-Rüstungsstände, da weiß ich noch nicht so genau. Wo könnte. Passt der hier hinten so hin? Hier so? Da so? Oder da so? Ich habe sie voll zu klein gebaut. Ich brauche größere Gunner Joe. Ich kann es so rumgehen. Dann stelle ich das so hier daneben hin. Habe ich denn überhaupt eine Power-Rüstung da? Ich glaube noch nicht. Was ist denn da? Für eine große, dicke Wummel. Die vielleicht hier so. Ah, voll schon drin. Ich wünschte, man könnte das ein bisschen einstellen, wie schnell das dreht. So. Waffenständer kurz, Waffenständer lang, Pistolenständer. Waffe mittlere Größe. Kann man doch da unten auch ran machen, ne? Ja, natürlich. So, mittlere Größe haben wir jetzt. Nochmal Pistolenständer. Dann haben wir den noch daneben hin. Genau. Und was gab's noch? Diese Schaukästen, die irgendwie nicht so toll funktioniert haben. Ja. Dann gucken wir doch mal. Ich hoffe, ich habe überhaupt genug so Rüstzeug dabei. Kann ich eigentlich auch Waffen in die Pfoten nehmen? Nee. So. Was machen wir denn da? Ich weiß es gar nicht.
So ein Teil können wir mal. Können wir mal machen. Genau. Ich brauche noch richtige Rüstung. Coastal Armor. Die da mit drauf, genau. Jetzt schmeiß ich den da drauf. Habe ich von dieser Trapper-Armor denn schon genug Zeug? Ich habe so viel Zeug. Okay, wir schauen mal. Ansonsten muss ich mir schnell das Zeug mal craften. Was haben wir denn? Es sollte einigermaßen gleich aussehen. Am besten so ein ganzes Set von einer Sorte. Habe ich die. Ja, der darf die ansehen. Nee, das nicht. Nehmen wir das andere mit den Flügeln, das mag ich sowieso nicht, genau. So, jetzt mal gucken, habe ich hier irgendwas zum Rüstung bauen, wenn ich, muss ich halt schnell bauen. Was bist du? Waffen? Ja. So, Herstellung. Armor Smith. Ja, wurscht, einfach mal schnell hier. Ich hoffe, das ist nette jetzt Ausstattung. Die. Sowas hätte ich in der Agentur auch gerne. Armor Combat. Da brauche ich doch nur eins drin. Armor. Armor. Wo fangen wir an? Metal. Metal Chest Piece. Metal Helmet. Metal Arm. Metal Leg. Metal Arm. Metal Leg. Gut. Ah, warum macht das so blöd? Leather. Leather Chest Piece, Leather Arm, Leg, Arm, Leg. DC Guard, Forearm, Left Shoulder Armor, Forearm Shoulder. Oh, den Heavy Helm. Und Robots. Nein, dann doch nicht. Reader. Reader Chest. Arm, Leg, Arm, Leg. So. Das Commonwealth kann einen echt runterziehen, wenn man es zulässt. Das ist ein Schild. Ich muss draußen bleiben. Nein, das ist nicht. Habe ich noch vergessen. So.
Okay, Blicksgrotten nicht. Ich muss denn noch irgendwas drunter ziehen, glaube ich. Nämlich so ein Athletik-Outfit hatten die doch immer an, genau. Diamond City. Heavy Helmet. Das sieht jetzt voll komisch aus gerade. So, wie ist denn jetzt das ganze Zeug? Ach, wurscht. Ich pack das jetzt rein. Das ist gerade zu unübersichtlich bei mir im Inventar. Jetzt machen wir mal Metal. Right Leg, Right Arm. Left Leg haben wir schon, Right Arm. Right Arm haben wir. Dann wurscht, dann kriegt er das. Es fehlt noch Left Arm und Helm. Ah, Left Arm und Helm. So, einmal bitte anziehen. Kann man noch irgendwas drunter schmeißen? Kann man das drunter ziehen? Ja. Okay. Wo war denn das ganze Lederzeug, was ich gebaut habe? Hat es auch wieder alles irgendein Special drauf? Herrgott. Leather Left Leg, so. Leather Left Arm. Wieder Left Arm. Right Arm, Right Leg. Right Leg, Right Arm. Left Leg, Left Arm, also fehlt noch die Brust. Tja, wo mag die Brust sein? Brustige Brusten, Brust, Brust. Brustiges Brusten. Brust der Brust. Ich find's nicht. Ich zieh's halt jetzt nicht an. So, ist halt schon wieder irgendwo ein Gunner-Chose mal aufgetaucht hier? Nee. So, Pistolen. Mir geht's blendend. Aber ich muss jetzt erst einmal von meinem Kaffee. Hab ein Haar im Mund. So, mein Kaffee. Vollbärig, mundig, im Abgang, waldig. Aber man kann. Really? Eine einzige Person. Person. Pistole geht daran. Das ist wohl das einzige, wo ich zustimmen muss. Das gab es schon als Mod und zwar besser. Also ein. Geht da nicht mehr ran? Was haben wir denn da? Muss man da irgendwo. Zählt das auch noch dafür? Und
Tatsächlich. Das ist lahm. Bisschen warm. Eine einzelne Pistole oder Handfeuerwaffe, da könnte ich aber auch den da. Ah, weg damit. Könnte ich aber auch die kleine hier nehmen, also die kurze, dafür hier viel mehr draus bauen. Und das gleiche könnte ich, aber nicht so. Waffe mittlerer Größe. Da finde ich jetzt die großen Ständer ein bisschen übertrieben. Die nehme ich dann wieder. Zumindest vier hin. So. Combat Shotgun. Dann, was nehmen wir als nächstes? Das zählt als große Waffe. Gerechtigkeit, Chance. Nein, nicht das. Das da. Gut. So, was haben wir denn hier noch? Die Combat Rifle, genau. Habe ich schon Scharfschützengewehr? Nö. Das denn? Nein. Die wird auch cool. Ich weiß so einen nochmal. Genau. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt so viele Pistolen für die Ständer hier. Wahrscheinlich nicht. Will ich nicht. Da schmeißen wir Kellogg's Pistole mit dran. Das einzige, was die Mod hier, der Tester den Mods voraus hat, bei den Mods hat es nie die Waffe übernommen, wie sie gemoddet aussah. Da wurde sie immer wieder zurückgesetzt auf aus Vanilla aussehen, also ohne jeden Mod. Woher habe ich denn immer diese Steine? Halmund, meine Doppelschuss, die hänge ich nicht ran. Da hängt halt noch eine normale 44er dran. Das habe ich gerade gar keine Pistolen, wa? Da muss ich dann wohl mal mich umsehen gehen. Irgendwo ein Gunner-Show in der Nähe. Potenzieller. Da, hallo Gunner-Show.
So, ich glaube. Oh, es gibt wieder Musik da oben. Hallo, Sir. Habe ich das nicht hier gesehen? Scheint nicht. Feuerwehr. Ja, blödsinn, ich habe den Fehler noch nicht behoben, dass ich das Feuerwerk bauen kann. Ja. So, ist er jetzt schon da? Yes. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Genau, und du verkaufst Waffen. Wenn du eine Waffe brauchst, bist du hier genau richtig. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. So, was habe ich jetzt hier für Gunner-Sachen? Gunner-Hornes. Und der kriegt sowas da. Und ich will, dass du sowas aufsetzt. Und natürlich braucht er auch die Patronen Sunglasses. Gunner Joe! Und Gunner Risi. Mir geht's blendend. So, dann geht's mal weiter hier an Dekorationsmachen. Wo waren denn jetzt wieder die Schriften drin? Ich kann mir immer die Sachen nicht mehr merken, ey. Ah. Genau, das habe ich gesucht. Ammo. Guns. Rüstung. Das Gewitter ist schon wieder so laut. Ja, natürlich. Es kam ja auch ein DLC raus. Da hat es mir wohl die Soundeinstellung vom Gewitter so hoch. Herrgott. So, mein OC Decorator ist jetzt auch weg. Das ist schön. Da freue ich mich. Dann schmeiß ich mal das da oben noch so drauf an der Stelle. Das muss ich halt so machen. Hilft ja nix. Nee. Ich habe hier drin noch auch noch gar nicht die Beleuchtung gemacht, ne? Ich hätte hier aber gern relativ normales Licht drin. So, diese hier, vielleicht die dann so. Die dann so meine Rüstungen bestrahlen.
glaube ich, total schief und alles worden jetzt hier, oder? So eine schöne kleine Shop-Beleuchtung. Und dann hier auch nochmal so schräg. Und dann machen wir hier und hier. Hier, hier und hier. Das wird romantisch. Oh, wie behindert habe ich den Testing da gesetzt? Das geht mal gar nicht. Geht das? Das geht. Hier haben wir Licht, hier haben wir noch kein Licht. Ach, das reicht schon. Okay. Waren wir hier drin auch? Nee. Die haben noch kein Licht. Er fehlt noch. Jetzt baue ich mal. Ich hoffe mal, es reicht vom Radius her. Nicht da. Yes! Jetzt strahlt es dem Joe auch ins Gesicht. Irgendwas fehlt mir hier drin aber noch. Ich weiß nur noch nicht was. Ich weiß nicht was. Fällt euch was ein, was hier drin noch fehlt? Also unten im Laden? Oben muss ich ja erst noch bauen. Den Wohnbereich für die zwei. Aber ich habe echt keinen Schimmer, was es sein könnte, was hier, was mich hier unten noch stören könnte. Ist noch irgendwas drin? Nee. Wo war das drin? Unter Diverses, ne? Pistolen und Patronen. Genau. Sowas fehlt hier noch. Was habe ich noch für Sachen? Die unaufhaltsamen schmeißen wir noch mit rein, komm. Ich weiß nicht. Komm, schmeißen wir die Tabutazuse noch rein. Genau. Das ist doch cool. Also das hat mir hier auf jeden Fall gefehlt. Aber sonst, ja, mal gucken. Was wir morgen machen, weiß ich noch nicht. Wie gesagt,
ich tue mich tatsächlich noch so ein bisschen schwer mit den neuen Bausachen, was ich da bauen soll. Vielleicht muss ich einfach mal drauf losbauen. Mal gucken, ich bin eigentlich nicht so extrem der technische Bauer, ja, Konstrukteur. Mal gucken. Morgen geht es auf jeden Fall weiter, ich weiß nur nicht mit was. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt heute gar nicht so viele Contraptions gemacht haben. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann!